Sie ist die Königin des Dorfes. Über 150 Jahre alt und 40 Meter hoch. Prächtig wirkt sie, die Linde von Krumbach, westlich von München. Doch ihre Pracht ist nur noch Fassade. Udo Kaller ist Forstwissenschaftler, nennt sich selber Baumdoktor. Er muss die alte Linde dringend verarzten. Die riesigen Teile ihres Stammes drohen zu brechen und auf die Straße zu fallen. Der Baumdoktor verspannt den Baum, um ihn zusammenzuhalten. Aber diese Krücke lindert nur die Symptome, nicht die Ursache. Die sitzt tief im Holz. Ein Pilz. Der Baum verfault. Er geht langsam zugrunde. Und die Linde von Krumbach ist kein Einzelfall. In ganz Europa sind die Bäume von neuen Feinden bedroht. Mancherorts ist schon jeder zweite Baum krank. Es ist wie bei einer Seuche. Durch das Klopfen hört der Baumdoktor hohle Stellen, wie bei einer Bongotrommel. Und dort steckt ein Pilz. Hier ist es ein Hallimasch. Er ist unauffällig, aber aggressiv. Der Hallimasch hat nur kleine Fruchtkörper. Unter der Oberfläche aber dehnt er sich gewaltig aus. Seine Myzele, sozusagen seine Wurzeln, dringen in den Baum ein, wachsen den Stamm hinauf und fressen ihn regelrecht von innen auf. Solche Pilze gab es schon immer und die Bäume kamen bisher mit dieser Plage ganz gut klar. In letzter Zeit klappt das aber nicht mehr. Diese Linde leidet schon unter den Belastungen der Straße, Autoabgase und Streusalz.